Die Fahrradsaison ist gestartet. Hunderte Cottbusser sind beim Frühlingsradeln der Stadtwerke mit dabei. Die Kleinen haben ihre eigene Strecke. Sie werden von Maximilian Levy angeführt. Ich glaube, es ist ganz gut angekommen, ist auch gut angenommen worden. Es war doch eine rege Beteiligung, möchte ich sagen. Also wir haben damit ja vor 3 Jahren mal angefangen und es wird gefühlt immer mehr. Also meine eigenen Kinder waren auch dabei und ich glaube, die Runde war auch diesmal gut gewählt. Wir sind am Madloher Badesee lang. Im Radsportstadion angekommen, lernen die Bambinis die Verkehrsregeln. Aber sie wissen schon genau, wie sie sich auf der Straße zu verhalten haben. Wenn Autos kommen, dann muss man stehen bleiben. Dass man einen Helm auf den Kopf hat. Und man muss auch auf die Straßenschilder und alles beachten. Dass man alle Verkehrsregeln richtig macht. Und dann kommen die Großen an. Sie haben 30 Kilometer durch den Cottbuser Süden und Spree-Neiße-Kreis zurückgelegt. Es ist der Auftakt. Wir fahren in einer Woche in Urlaub, auch wieder eine Radtour nach Holland. Und das war jetzt noch mal eine kleine Probetour. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde es immer sehr anspruchsvoll letzten Endes und auch gut organisiert. Ist doch schön, dann hier ein bisschen Musik und dann so. Und heute vor allen Dingen super Wetter. Nach der Tour heißt es Fahrrad abstellen und entspannen. Bei den vielen Radfahrern geht das Ziel der Veranstalter auf. Ich denke, dass wir die Leute mit motivieren sollten, mit in die Natur zu gehen, Sport zu treiben, hält einfach gesund. Radfahren und gemütlich sitzen. Das Frühlingsradeln der Stadtwerke ist sportliche Aktivität und hat gleichzeitig Volksfestcharakter.